Hi Leute und herzlich willkommen zurück zum Neo Let's Play. Ich habe mir jetzt offscreen ein bisschen beim Schreien die Schutzgeister angeschaut. Ich gedacht habe, ich wechsle und es ist mir aufgefallen, dass wir auf alle Fälle noch mehr Punkte in Geist benötigen, um die, ich würde sagen, Voraussetzungen zu erfüllen. Ihr seht jetzt schon hier Nahkampfregeneration, Nahkampfschaden gegen Menschen, starker Angriff, KI-Reduktion und da brauchen wir halt eine bestimmte Höhe von Geist, damit wir das nutzen können. Also, wir brauchen viel auf Herz. Wir brauchen jetzt ein bisschen was auf Stärke, dass wir das Krieger des Westens Set tragen können. Und wir brauchen Geist und Magie möchte ich auch noch haben. Also, da haben wir echt noch viel vor uns. Ich würde sagen, jetzt holen wir uns als nächstes hier in der Nebenmission den uralten Text des Raikiri. Dann können wir nämlich das auch nutzen. Also uns schmieden. Das ist übrigens ein Gebiet, was wir aus Nioh 2 auch kennen. Schauen wir mal, wie da so die Unterschiede sind zwischen Nioh 1 und Nioh 2. Ich trinke mal noch kurz einen Schluck. Entschuldigung. Und dann kann es auch schon losgehen. So, wir nehmen jetzt mal das Raikiri. Es blitzt immer so schön, das gefällt mir. Hier könnten wir theoretisch gleich rein, oder? Ja. Die ist versperrt, ne? Alter, so ein Mistkerl. Mein erster Eindruck ist, dass man damit schon mehr Schaden macht. Ach, die Frau ist ja noch dabei. Und irgend so ein Spasti da oben geht mir echt tierisch auf den Sack. Da ist er. Das Coole ist an diesem Blitz, ne? Wenn man die oft genug trifft, seht ihr das schon? Dann werden die langsamer. Damage machen wir auch viel mehr als mit dem vorherigen Schwert. Ich habe den Eindruck, wir machen mit der Waffe mehr Damage. Nein! Das habe ich vergessen. Das ist ja zum Mäusemelken. Und den habe ich auch vergessen. Ja, da ist meine Waffe jetzt nicht so gut, ne? Ja, ist echt fies, ne? Mit der Falle. Komm, ich hasse dich. Komm, ich helfe dir hoch. Ja, es soll dir auch leid tun. Du bist gemein. Mich da einfach im Stich zu lassen.
Klappt's? Klappt's oder klappt's nicht? Boah, ich finde es so stark, ne? Aufpassen, da ist noch einer. Kriegt auch mal einen Headshot. Geil! Und der auch, der bricht dann zusammen. Und tschüss. Ah, hier geht's doch schon zum Ziel, ne? Geht's meiner Meinung nach schon zum Ziel. Ja, wir wollen uns aber das Level noch anschauen. Ich bin ja da gezwungenermaßen in das Loch gefallen. Und haben ja noch gar nicht das ganze Level angeschaut. Mit wem kämpften die? Die Frau macht mich fertig. Ich auch noch vergiftet. Habe ich gegen Gift dabei? Sonne! Oh nein, das ist eine Mimik! Verdammt! Ja, tschüss, geh weg. Wasseranhänger haben wir bekommen. Läuft. Ach, was habe ich geflucht, ne, als ich das Nioh das erste Mal gespielt habe in den Leveln und alles. Die sind gar nicht so schwer. Man muss nur ein bisschen drauf achten, was man levelt vor allem. Es war einfach so schwer, weil ich kein Damage gemacht habe. Ja, schieß sie ab. Du sollst sie abschießen! Das war knapp, Leute.
Oh oh. Was mache ich da? Heute stellen wir uns besonders blöd an. Wie er schon richtig blitzt und langsam wird. Schon wieder eine Mimik. Schon wieder die gleiche Kiste? Ah, wieder Medizin. Hier können wir jetzt noch hoch. Das wollen wir aber noch nicht. Wir wollen noch darüber. Den können wir wieder one-hitten. Oder auch nicht. Verdammt. Alter, macht die gut Damage. Die macht echt einen guten Blitz-Damage. Huch. Ich hab dich gerettet. Jetzt ist er langsam. Ich helfe dir. Bin ich ja schon gewohnt, dass ich dir helfen muss. Mann, das brauche ich schon wieder gegen Gift. So, jetzt können wir in den Bossraum reingehen. Jetzt haben wir alles, von dem ich weiß zumindest.
In Nioh 2 wäre hier noch eine Mimik. Und hier ist auch hier eine Mimik. Da wäre zwar ein Schrein. Also Nioh 2 hier nicht. Der will eine böse Geste. Doch nicht. Freundlich? Ja. Die haben das Level echt 1 zu 1 übernommen. Wenn wir uns hier fallen lassen, kommen wir, glaube ich, raus, wo wir schon waren. Das ist ein großer. Hier ist ein kleiner. Und schon wieder eine Mimik. Ist es hier Mimik-Treffen heute? Jetzt nehmen wir aber den... Ich wollte eigentlich... Verdammt. Naja, egal. Wir gehen jetzt in den Bossraum. Hier ist ja eh schon alles tot. Die sind immer noch am Fighten. Also wenn du den nicht ohne meine Hilfe platt kriegst, naja, weiß er auch nicht weiter. Muss eigentlich erst der da drüben weg. Ja, wer ist weg? Gut, dann ist der jetzt auch kein Problem mehr. Der war gerade verwirrt, weil wir haben ihm Wasser zugefügt und dann kam das Feuer auf ihn geschossen und dann war er verwirrt. Alten Anhänger, geil. Und schon wieder eine Mimik. Was stimmt mit diesem Level nicht? Nein, sie kommt nicht raus. Jetzt ist es keine Mimik mehr. Scheißkleister. Naja, das Level haben wir abgeschlossen. Und da sind wir aber auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch wieder bei der nächsten Folge mit ein. Tschüss zusammen.